Was haben wir da denn? Necklordia? Necklord hat eine Frau bekommen? Wann? Okay. Auch nicht schlecht. Ja, die hält aber echt nicht viel aus. Wahrscheinlich gibt es mehrere davon. Wahrscheinlich hat er sich mehrere Necklordias gemacht. Eieiei. Er hat sein eigenes Harem in, ja, Zombies verwandelt. Skelett. Zwei mit Speeren und einer mit Schwert und Schild. Die schnappen wir uns. Und ich glaube, Knochen sind für Schiro ein bisschen harter, aber Knochenmarker. Weggepustet. Ob wir hier noch irgendwann ein Ende finden? Ich weiß jetzt nicht mal ansatzweise, wo ich mich hier gerade befinde. In der Sackgasse, ja, schön. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht erreichen. Ich bin einfach froh, wenn ich hier irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels finde. Okay, hier kann ich mich an zwei Wegen runterfallen lassen. Ich nehme den linken Weg, weil alles andere bringt, glaube ich, nicht viel. Na gut, die Einhörner treffen nicht mal. Dann seid ihr jetzt fällig. Geht wieder ins Jenseits zurück. Und ab geht's. Megamedizin unter unten ist wer? Okay. Komme ich zu denen noch hin? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht von hier. Hallo, Unikombi. Jetzt ist nur einer da, der steht nicht lange. Jo, sag ich doch. Nee, ich komme tatsächlich gerade nicht an ihn ran. Scheiße. Oh, zwei Necklordias sind jetzt hier. Okay, diese Runde läuft irgendwie gar nicht so gut. Die Zombies weichen zu gut aus. Okay. Nein, nicht nochmal. Look ist erledigt. Okay. Rio auch.
Nee, den Hellschrei will ich jetzt noch nicht einsetzen. Ich benutze doch noch hier meine Essenssachen. Grillfleischklöße. Na, hier ist ein Speicherpunkt. Also gut. Hier gehe ich davon aus, da oben wird mich jetzt wohl ein Boss erwarten. Ich glaube, ich kümmere mich erst da oben um den Weg. Ich fliehe tatsächlich jetzt mal. Hier wäre nur eine Truhe. Ja, dann muss ich wohl hier runterrutschen. Ach komm, euch nehme ich noch auseinander. Also in dem Fall kann man davon wirklich ausgehen, Terra. Jedes Mal, wenn man so einen Speicherpunkt irgendwo in der Höhle findet, ist ein Bosskampf nicht weit. Victor ist schon fast der... Achso, er ist vergiftet, wollte gerade sagen. Er ist einfach nur vergiftet worden von den Zombies. Zeit für Essen. So. Und da muss ich einmal mit Nanami den Gütetropfen benutzen. Windhut. Ich schmeiß jetzt meine Mega-Medizin weg. Ich muss irgendwie Platz schaffen. Okay, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Auch mal geil. Und wenn ich hier runterrutsche, dann komme ich hier in die Höhle, alles klar. Und diese Höhle nimmt trotzdem kein Ende, ne? Ah, hier geht's nicht hoch, nee. Ja, sieht wohl doch noch nicht so aus, als würde ein Boss uns entgegenkommen. Umso besser. Ach nö. Der Angriff ist böse. So, kriegen alle erstmal 70 HP zurück. Ups. Na, schade, rüberspringen kann ich nicht. Ach, die muss erst, okay. Dazwischen diese Kiste. Na dann schieb mal, Rio. Jetzt komme ich aber rüber. Muss ich zwar nochmal im Kreis laufen, aber hey. Kann man ja nicht ahnen, dass man da eine Kiste vorfindet.
Sollte gleich mal zusehen, ob ich für Luke vielleicht noch eine bessere Ausrüstung habe. Der kriegt mir zu viel Schaden für meinen Geschmack. McLordia hat's auf Nanami abgesehen. Das war dein Untergang. So, kann ich bei dir was... Den Windhut, sehr schön. Da habe ich leider nichts Brauchbares. Shit, kannst du nicht? Hier vielleicht noch irgendwas? Finsternisumhang könnte er nehmen. Aber den hat Victor aktuell. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Ja, klappt. Er musste zwar jetzt gemütlich darüber gehen, aber es klappte. Okay, das hier sieht wirklich böse aus gerade. Victor, du gehst zuerst. Ach so, er darf zuerst sterben, oder wie? Was ist das denn? Kommt etwas heraus? Oh oh, alles bebt. Ein Riesengolem. Steingolem. Alles klar. Dann versuchen wir uns gegen den hier zu behaupten. Na, Shiro wird sich die Zähne da ein bisschen dran ausbeißen, glaube ich, aber muss er durch. So. Auf jeden Fall Magieabwehr. Und dann muss ich einmal den Kampfeseid benutzen. Weil alle doch etwas gerade ein bisschen angeschlagen sind. Und ich nicht weiß, wie gut er reinhaut, ne? Gut, wir sind aufgefrischt. Wow. 2600 macht Torschuss sogar einen Schaden. Dann steht der Gute nicht mehr lang. Vielleicht stehen wir auch nicht mehr lang, wenn er mit sowas schon ankommt. Er hat nämlich auch einen guten Laser. So. Na, Racheblitz geht auch. Tut ihm auch weh. Benutzen wir das. So, Wärmesegen auf jeden Fall. Damit wir erstmal ein bisschen aufgefrischt werden. So, Luke. Okay, du bist gleich dran. Wollte ihn gerade zeigt, ihn nochmal mit dem Donner sagen. Jetzt aber. Hm,
Ja, ist auch 1600 Schaden. Aber dass so ein Steingolem schwach gegen Elektrizität ist, ne? Macht irgendwie auch wenig Sinn. Tja, der Angriff bringt nicht viel. Blöd, ne, wenn wir Magieschutz haben. Gut, dann blitzdinge ich auf jeden Fall nochmal. Dann würde ich sagen, härte ich mal die vordere Gruppe ein bisschen ab. Auch wenn das gegen so einen Laser wahrscheinlich wenig bringt. Zombies sind leider gerade nicht dabei. Egal, machen wir den Glücksfall mal. Zumindest machen wir gut Schaden. Wenn es trifft. Naja, ist Magie, dass wir treffen. Und wieder mit der Macht des Blitzes. Na, so ein Steingolem hält doch was aus. Nee, er zerfällt schon. Ach so. Ich dachte, jetzt kam ein übler Angriff. Nö, er zerfällt. Ja, gut. Das war der Steingolem. Keine Chance. Verdammt. Das hat mich vielleicht erschreckt. Dieser Necklord. Dass er eine so dumme Falle bauen kann. Du. Du! Was? Du warst doch sicher. Du warst doch sicher, nicht wahr? Verdammt! Okay, gehen wir. Es wird uns überhaupt nichts helfen, wenn wir uns gegen Sierra stellen. Ja, recht hat er natürlich, ne? Aber gut, wir haben das Ding ja problemlos plätten können. Aber auch nur, weil wir die Kraft des Blitzes auf unserer Seite hatten. So. Schöne Aussicht. Also wenn wir hier runterfallen, sind wir auf jeden Fall tot. Deswegen ist schon mal schön, dass diese Brücke hält. Da müssen wir ja gleich die Stadt erreicht haben. Ich habe nur ein bisschen Angst vor Necklord, wenn ich ehrlich bin. Wie sehen wir überhaupt gerade aus? Na, essen muss ich noch nichts. Da sind wir erstmal auf der sicheren Seite noch. Je nachdem, was dieses Unikombi jetzt macht. Natürlich macht es diesen üblen Angriff. Beide weg, sehr schön. Na, hier geht's nicht weiter. Zwei Necklordias, nee. Die will ich nicht am Hals haben. Das ist dann doch etwas fatal. Hier ist nichts drin, schade. Nur Erde. Ja, und jetzt sind wir gleich da. Diesen Weg erkenne ich wieder. Na dann aufwärts. So, wie schlimm sieht es denn hier gerade aus? Ziemlich verlassen, wa?
sind wir an die Oberfläche gekommen. Es ist toll, dass wir es bisher geschafft haben. Aber wo ist dieser Necklord? So wie ich ihn kenne, hat er sich den besten Platz ausgesucht. Suchen wir ihn. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht von den Zombies gefangen werden. Ach, die werden wahrscheinlich das geringere Problem, weil... Ja, schnell sind die nicht. Aber gut, schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Ohne von den Zombies erwischt oder gefressen zu werden. So, als Zombie-Hauptspeise will ich nämlich noch nicht enden. Und wenn er sagt, er hat sich den besten Platz ausgesucht. Wo soll hier der beste Platz sein? Na, ich gehe mal außen rum. Ich glaube, im Hotel schlafen ist gerade auch nicht, ne? Na, komme ich an dir vorbei? Geht das? Nee, gut. Egal. Kommt her. Machen wir noch ein paar Zombies platt. Perfekt, alle weg. Die Zombies sind weg. Wir haben aufgeräumt. Gut, besteht die Möglichkeit, hier ins Tagebuch zu schreiben? Nee. Besteht die Möglichkeit, hier rauszugehen und draußen zu speichern? Nee. Ich muss erst noch diese Zombies hier bekämpfen. Na kommt. Sind nur ein paar Zombies, die kriegen wir doch noch platt. Schöner Biss, Shiro. Dreimal sogar, huiuiui. Shiro hatte richtig Hunger auf Zombiefleisch.